Hallo und herzlich willkommen zurück zu Adoption. Wir obduzieren jetzt den Herrn Kurz, das wollte ich sagen. Seien Sie vorsichtig, Holmes. Ich muss die Leiche erst säubern. Ach so, na dann. Das kann ich nicht. Nicht. Ich muss die Bereiche markieren, an denen ich Schnitte durchführe. So, die Schnitte wären gemacht. Okay. Was? Das kann ich nicht. Nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah. Weiter aufschneiden. Was ist das? Ein Papierknäuel, das vor kurzem runtergeschluckt wurde. Das kann ich nicht tun. Aha. Das kann ich. Das ist wohl wahr. Diese Flüssigkeit, die wir der Lunge entnommen haben, verrät uns bestimmt irgendetwas. Upsi. Geht es schon weiter? Hallo, jetzt. Hände waschen. So. Wäre nicht irgendwo hier. Ach, da hinten. War's das? Ja, das war's. Soweit. Dann jetzt ab. Erstmal wieder vernünftig hinsetzen. Chemikalien, die nicht besser riechen als die in unserem Wohnzimmer in der Baker Street. So. Ist das wie Pipette? Diese ja. Flüssigkeit, die wir der Lunge entnommen haben, verrät uns bestimmt irgendetwas. Jetzt ist das Zeug hier drin. Jetzt müssen wir gucken, wie es reagiert. So war das. Drei, vier blau, eins grau. So. Blau. Oh Gott. Drei, vier, fünf, zwei, zwei. Ich bin mit meiner Analyse. Nein! Oh. Bitte was? Ach, fünf grün. So. Ja, ich kann mir sowas überhaupt gar nicht merken. Ja, blau, weil ich blau hier gesagt habe. Das ging aber schnell. 4 grün, 2, 1. So. Sollte mir das anders merken. Braun, grün, grau, blau. Zwei, null. Und das letzte. Einmal grau. Gift. Und ganz offensichtlich ein sehr gefährliches. Ergebnis der Analyse des Gifts, das dem Bischof von Knights. Hä? Ah, da unten. Ergebnis der Analyse des Gifts, das kurz verabreicht wurde. Substanz, die zu einer erhöhten Aggressivität nach dem Wahnsinn
nahe dem Wahnsinn führt. Erhebliche Stimulanz der Muskelzellen des Opfers setzt starke Zersetzungsprozesse im Hautgewebe in Gang, die zu tiefen Wunden führen, keine tödliche Wirkung. So, dann deduzieren wir hier mal weiter. Deduzieren? Naja. In der Lunge von Kurt konnten Opiumspuren nachgewiesen werden. Der Mann hat dem Opiumgift beigemischt und ist verkauft. Der Mann wurde mit einer Mischung aus Opiumgift vergiftet. Der Mann hat Opium getrunken. Nee. Aus Mischung aus Opium und Gift vergiftet. Der Mann wurde mit demselben Gift wie der Bischof vergiftet. Und das sagt uns... Seine Komplizen waren das? Wurde von seinen Hunden vergiftet. Der Mann wurde von seinen Komplizen vergiftet. Die Autopsie war sehr aufschlussreich. Dieser Mann wurde von seinen Komplizen ermordet, wegen seines fehlenden Fingers. Ich verstehe. Mit einer verbundenen Hand wäre er zu auffällig gewesen und hätte der Polizei bei der Fahndung nach einem Mann mit einem fehlenden Finger leicht ins Netz gehen können. Aber wie konnten Sie den Mord vertuschen, indem Sie es wie eine Hundeattacke aussehen haben lassen? Die Autopsie hat ergeben, dass sich in seinem Organismus Gift befindet. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine weniger konzentrierte Form des Gifts handelt, das wir in den Zimmern des Bischofs gefunden haben. Dieser Mann starb an dem Gift und an den Folgen des Kampfes gegen die Hunde. Ich glaube, dass diese neue Zusammensetzung der Substanz einen derart starken Wutanfall hervorruft, dass das Opfer alles und jeden in seinem Weg attackiert. In diesem Fall waren es Hunde. Wir haben es hier mit den Lehrlingen eines Magiers zu tun, dessen Kreationen immer ausgeklügelter werden. Sie wollen eine bestimmte Wirkung erzielen und testen ihre Formel an menschlichen Versuchskaninchen. Wollen Sie damit sagen, dass seine Komplizen ihn dazu gezwungen haben, das Gift zu sich zu nehmen? Nein, er hat es freiwillig getan. Das Gift war nicht in seinem Blut, sondern in der Lunge. Außerdem habe ich an mehreren Stellen Spuren von Opium gefunden. Langsam wird mir alles klar. Sie haben dieses schreckliche Gift seinem Opium beigemischt. Sie wussten, dass er es bald rauchen würde, um die Schmerzen seiner Wunde zu lindern. Ganz genau. Und ein derart fundiertes Wissen sowohl über Chemie als auch über Toxikologie ist sehr ungewöhnlich. Gut, wir kennen zwar die Beweggründe und die Vorgehensweise, sind aber dennoch nicht einen Schritt weiter. Wie sollen wir die anderen beiden Männer finden, die den Bischof ermordet haben? Wir machen einen Abstecher in die Burner Street 13. Wo haben Sie diese Adresse her, Holmes? Aus seinem Magen. Aha, er wollte die Adresse also loswerden. Nein, er wollte Rache. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Als der Mann mit dem fehlenden Finger die Wirkung des Gifts zu spüren begann, wusste er, dass er sterben würde. Und er wusste, dass es eine Autopsie geben würde. Wollen wir gehen? Das Grinsen. Dieses feiste Grinsen. Wollen wir gehen? Bin ja gespannt. Burner Street. Wo ist die? Weiß das jemand? Burner Street 13. Ja, steht da was auf unserer Karte? Betty Street. Das wird die hier sein. Also wenn wir... Wie war das jetzt?
wenn wir vom Krankenhaus auf den Friedhof schauen. Nach links. Also hier entlang. Burner Street, da ist er doch. Burner Street. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Was für eine Tragödie. Ja, ja. Mhm. Genau, sehe ich auch so. Die 13. Dürfte ja etwas weiter hinten sein. Mädchen, was machst du da? 6. Die 9. Die 11. Die 12. Ah, ich sehe schon. Linglings Restaurant ist die 13. Burner Street. Dieses Schild lässt vermuten, dass es sich um ein Etablissement handelt, in dem sich redliche Bürger für gewöhnlich nicht einfinden. Eine Opiumhöhle, natürlich. Da ist unsere Opiumhöhle, Watson. Gehen wir rein. Sag ich doch. Opiumhöhle. Guten Tag, Gentlemen. Und herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer treuesten Kunden hat tief in sich blicken lassen und uns Ihre Adresse verraten. Er war sehr hilfsbereit. Oh, ich verstehe. Unsere Kunden werden übrigens ziemlich schnell treu. Ihr Freund ist nicht mit Ihnen gekommen? Leider nein. Er hat zu tun. Seine Hunde. Ich verstehe. Ich mag Hunde auch sehr gerne. No. Kommen Sie rein und fühlen Sie sich wie zu Hause. Automatisches Speicheln. Die Schlüssel dieses Etablissements befinden sich alle am selben Ort. Interessant. Beweg dich. Ganz unauffällig schauen wir uns hier mal um. Haben Sie sich schon einen Platz ausgesucht, Gentlemen? Noch nicht, aber wir würden Sie gerne fragen, ob... Machen Sie es sich bequem, Gentlemen. Es wird sich gleich jemand um Sie kümmern, hört sich nicht gut an. Verdrecktes Wasser. In dieser Schale werden die Rauchutensilien gereinigt. Und die Becher. Sehr schön. Würde ich auch immer gemeinsam tun. Diese armen Kerle. Sehen Sie nur, welches Elend diese künstlichen Freuden hervorrufen, Holmes. Ich hoffe, das ist nur der Schatten. Gut, das ist nur der Schatten. Alles in Ordnung. Entwarnung. Diese armen Kerle. Ja, gut. Ja, vielleicht, nein. Du? Nee, dann nicht. Du? Nö. Vorsicht, dein Zylinder fängt noch Feuer. Okay. Mann, sehen nicht gläubig aus. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich gucken durch. Ein Jammer, dass ich kein Chinesisch kann. Du kannst doch sonst alles. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Wir fragen den netten Herrn, ob er uns durchlässt. Er sieht doch schon so freundlich aus. Zutritt verboten. Das ist privat. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Sir. Außer zwei Räumen haben wir hier alles gesehen. Einer der beiden Räume interessiert mich besonders. Sie meinen den mit dem Kerl davor, nicht wahr, Holmes? In der Tat. Aber wir sollten eine direkte Konfrontation tunlichst vermeiden. Gehen wir diskret vor und sehen uns den anderen Raum genauer an. Er ist abgeschlossen. Und besonders diskret wäre es nicht, mit Gewalt einzudringen. Trotzdem, wir müssen da rein. Und der Besitzer?
Wir müssen einen Weg finden, ihn abzulenken. Den Besitzer ablenken. Sollten wir irgendwie hinkriegen. Vielleicht mit dem Wasser. Verdrecktes Wasser. In dieser Schale werden die Rauchutensilien gereinigt. Jetzt habe ich ein Glas. Diese arme... Verdrecktes Wasser. So weit. So gut. Noch nicht. Machen Sie... Ja, das dachte ich mir. Der Schlüssel... Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Okay, wir haben verdrecktes Wasser. Brauchen wir einen Ort, wo wir mit diesem verdreckten Wasser etwas erreichen können. Lässt sich... Ein Jammer. Gut. Gut. Netter Mann. Seelenfreundlich aus. Das mit dem verdreckten Wasser. Dieser. Keine Decke, irgendwas. Ein Kissen hier oben. Okay. Ach so, das bist du. Was soll? Ja. Haben Sie noch nicht? Du machen Sie immer noch nichts von mir, ne? Ja. Wir können raus. Können wir hier draußen irgendwas machen? Burner. Sieht nicht so aus, ne? Irgendjemanden. Sind Sie von der Polizei? Wenn ja, dann tun Sie doch etwas. Die Menschen hier sterben vor Hunger. Ah, ja. Aber was soll ich denn machen? So, jetzt ich im Speziellen. Gut, ich glaube ja nicht, dass wir hier draußen... So weit draußen... Wohl, vielleicht... Können wir nicht irgendeinen Penner bezahlen zum Ablenken? Du. Mein Mann kann die Miete nicht bezahlen und wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Lustig, du hörst dich genauso an und siehst ähnlich aus wie die Dame da hinten. Du da. Sie lassen. Aha. Gut. Nee. Ich glaube, das müssen wir innerhalb der Räumlichkeiten dort klären. Ja. Also schnell zurück. Halt, kleiner Junge. Nee. Kleiner Mann, was nun? Hier irgendwas, da irgendwas. Wo gehen wir denn jetzt am dümmsten hin? Schränke, die Klamotten. Nee, ich kann hier auch nichts anrühren, fassen. Ändern. Hier dürfen Sie nicht rein. Gehen Sie woanders hin. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Sir.
Zutritt verboten. Das ist privat. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Sir. Privat. Kommen wir auch nirgends rein, lang rum. Ein Ja. Ein Ja. Ein Ja. Können wir. Lässt sich. Lässt sich. Nicht. Lässt. Vielleicht. Das ist ja alles hier mit diesen Schnüren oben angebracht. Wenn wir. Irgendwo eine von denen lösen könnten. Ne, aber auch nichts. Oder da können wir probieren. Hier herrschen keine besonders hygienischen Verhältnisse. Asche. Haben Sie noch nicht? Machen Sie es sich. Ja, doch. Der Sch. Asche. Jetzt haben wir auch noch Asche. Ein Jammer. Lässt sich. Diese Arme. Was machen wir denn jetzt mit der Asche? Hier liegt noch was. Jasmin-Tee, dem Geruch nach zu urteilen. Okay, vielleicht sollten wir uns hier noch etwas näher umschauen. Diese Arme. Du da. Diese. Nimm den Jasmin-Tee. Nicht, nicht. Nicht, 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 nicht. Hier vielleicht irgendwo in den dunklen Ecken was? Nö. Nichts in der dunklen Ecken. Da, da. Da, da. Nein. Ist doch alles leer. Hier dürfen Sie nicht rein. Entschuldigen Sie. Ich will doch gar nicht so weit. Ich will doch nur gucken. Okay, Jasmin-Tee. Gut. Aber die Folge ist eh zu Ende. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.